So, weiter geht's mit Fallout. Was wird denn jetzt da hinten geschossen eigentlich? Gott, was ist da los? Da ist doch eigentlich gar nichts direkt dort, oder? Dann geh mal hinkommen. Also zumindest kein direktes Ziel oder irgendwas, keine Stadt. Sag bloß, das sind auch diese Rusty-Viecher, diese Supermutanten-Schlechter. Okay. Gegen wen? Fallensteller wahrscheinlich? Okay. Schießen sie auf mich. Was soll denn das? Fire! Haben die gegen Wölfe gekämpft oder was? Ach ja, ich schieße noch daneben. Hey. Hallo? Shit, 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 shit. Ich glaube, die haben echt gegen irgendwelche Wildviecher gekämpft, weil hier ist ja gar nichts. Da liegen sie rum. Ghule. Ghule waren's. Hey, du dirty sack. Kann doch nicht davon. Wie sie winkt. Die Kate, komm her. Moment, Moment. Sag mal. Bitteschön. War aber nicht geplant, das zu schmeißen. Verschissel. Ich wollte eigentlich. Ah, die hier. Ist der jetzt da drin? Ich hoffe doch, dass er da drin ist. Ah, jo. Hoi. So, jetzt frisst er sie. Mit dem Ultra-Revolver. Oh wow, das ist Aiming, ist ja wirklich. Ich komm nicht raus. Oh Gott. Wir essen mal jetzt Königin Fleisch und. Und da schon davor noch ein Red Away. So. Boah. Doi! Erstmal wieder die Arme anschießen. Guter Plan, ja, das ist so nice. Krass, der hat auch dick Erfahrung gebracht. Ich glaube, man kann an der Erfahrung gar nicht mehr wirklich messen, ob die Viecher jetzt gut sind oder nicht so gut. Es wirkt schon fast wie Willkür bei manchen. Also bei manchen, wohlgemerkt. Manchen. Jetzt waren wir doch nicht in der Dingesfabrik. Da wollte ich doch eigentlich direkt hin. Lass mal hier noch durchgehen. Und das da vorne entdecken. Was ist denn da jetzt drin? Oho, ich bin hinter dir. Zack, auf was schießt du denn gerade? Hier, komm, friss mal einen Critical. Den haben wir schon die ganze Zeit am Start, den kritischen da. So. Wow. Wir sammeln am besten auch direkt wieder einen an. Oh. Boom. Ach, okay, das ist den weggeboxt. So. Gib ihm, Kate, gib ihm. Ah, Kate. Nein. Ha, ich dachte, der will wegrennen. Sehr gut. Da war noch jemand, Kate, da vorne. Ein Radhuhn. Ein Huhn? What? Guck mal, das ist böse. Tschüss. What the fuck? Also, militärisches Klebeband, was ist das für ein Huhn? Hoppala. Ja, krass. What? Jetzt haben wir hier überall geschossen. Kurz pennen. Gras aus deinen Federn, Liebling. Wird er noch geschossen? Ajo. Überall sind sie hier am Fighten auf der Insel. Let's go. Ajo. Wer schießt hier gegen wen? Oh. Oh. Fallensteller gegen einen legendären Nebelkriecher. Schnell Licht aus und chillen. Der könnte etwas. Kommt er gerade hierher? Ne, wow. Ich kämpfe jetzt gegen den Angler. Ach du Scheiße. Da müssen wir ein bisschen näher ran. Das ist echt starker Tobak. Vielleicht können wir ein paar Granaten runterschmeißen, ohne dass wir entdeckt werden. Oh, die Geräusche. Gucken wir mal. So. Ach du Kacke. Nein, Kate. Kate, du bist so bescheuert. Oh Gott. Kate, der tötet dich jetzt gleich. Sie geht echt ran! Okay, ich fange an auf den Juckel da zu ballern. Wisst ihr was, wir legen den Kryolator weg und holen uns stattdessen lieber einen Fatman mit. Oh mein Gott.
Naja. Ich bin wirklich ein Meisterschütze. Ich gebe dem kurz und lass mich dann links runterfallen. Der ist doch nicht mal, der ist doch nicht mal mutiert, der Kerl. Ja, also. Da ging die Mutation rein. Denke leben. Oh Gott, den müssen wir jetzt glaube ich noch legen, aber der frisst jetzt erstmal ordentlich die Munition. Der hat hier wie viel Angler gelegt? Den einen? Da ist drüben ist auch noch irgendwas gewesen. Es waren mindestens zwei. Wer kommt da? Nein, nein. Aber nicht immer so weit weg vielleicht. Dass man so weit wegrennen muss. Oh, hat er hinten vielleicht ein größeres, kriegt er hinten mehr Damage? Kann das sein? Hier gibt noch eine Kronkorkenmine. Ich mach so. Ah, das ist keine Kronkorkenmine gewesen. Was war das? Krümmine. Dum 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 dum. Ist ein bisschen kacke, dass er so weit wegrennt jedes Mal. Aber egal, Kronkorkenmine. So, ausgerüstet, gespeichert. Ihm noch einmal kurz in den Anus geschossen. Gelegt, abwarten. Nochmal kurz nachladen vielleicht, genau. Jetzt gebe ich ihm direkt ein bisschen. Und. Gut, das ging aber jetzt schon ordentlich ins Gesicht. Ich glaube, da liegen hier auch Kronkorken rum, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass noch welche da rumliegen. 14 Kronkorken. Jetzt lege ich hier nochmal so eine normale Splittermine hin. Die haben ja auch eigentlich fast gar nicht mehr Benutzung, die Dinger. Ich gebe sogar zwei hin. Hier eine hin. Und dann hier nochmal eine etwas closer. So, renn bitte ein, in beide, dankeschön. Kommen die auch? Nein! Yuki, komm her! Na, wir haben jetzt ja gleich, wo ist jetzt die andere? Da ist sie. Leg ich die halt hier hin. Komm her! Drecksack! Ich leg dir hier auch noch eine hin. Komm. Wie so ein Hund. Und Batsch. Und die nächste. Oh, 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 oh. 83, okay. Oh, er ist direkt zerfetzt. Ein Radiumgewehr. Ein neues. Jetzt müssen wir gleich gucken, ob das jetzt irgendwie was ultra krasses ist. Direkt speichern. Hier hat aber vorhin noch jemand geschossen. Das heißt, hier müssen auch irgendwie Leute noch gewesen sein. So, das Radiumgewehr hat, das ist das, was wir ausgerüstet haben, oder? Oh, das ist zweimal, oder was, das Ding? Ne, halt, ne, 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 genau, sorry. Das ist, warum hat das einen Stern? Ach, ja, klar. Fügt 10 Punkte Energieschaden hinzu und kann Gegner schmelzen. 200, 446, 32. 446, 32. Na, ist nicht so stark wie unser aktuelles. Wobei das eben diesen extra Schaden hat. Lass mal noch kurz da drüben hingehen. Aber das macht den Bock wahrscheinlich nicht zwingend fett. Hat irgendwas Krasses dabei? Verstrahltes Blut. Nice. Was haben wir hier oben? Vielleicht war hier. Hier waren wahrscheinlich irgendwie Leute gesessen. Sieht aus wie eine kleine Zuflucht. Okay. Das ist sicherlich nicht die Person, die geschossen hat. Ja, da ist noch eine Aluminiumdose. Ah, wieder die Mine auffüllen, die wir eben verbraten haben. Und dann, wie gesagt, noch geschwind da vorne zu dem nächsten Wasserloch. Um den auch entdeckt zu haben. Diesen Zufluss. Komm schon, komm schon. Also, man kann irgendwie nicht so wirklich die Landschaft genießen, weil es einfach durchgehend so düster ist. Oh Gott, zwei Angler. Ich habe mich jetzt aber nicht gesehen. Nee, nee. Lieber hier außen rum gehen, bevor wir jetzt mit denen auch noch fighten müssen. Mit einer Banker da. Oh Gott, was hat uns. Sind das echt. Sind das immer noch die Angler da unten? Ja. Die zwei. Aber hier ist keiner close, okay. Da ist auch was. Da ist auch was, was wir noch nicht entdeckt haben. Kommen wir da halt auch noch hin. Go, 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 go! Kate! Ach, die guckt, dreht sich um. Guckt die Angler an. Die angelt halt gern die Kate. Oh. Oh, oh ja, hey. Ach, das ist das, was wir vorhin den einzelnen Sack da erschossen haben. Genau. Der liegt da rum. Okay. So, findet alles wieder zusammen.
Wir haben jetzt voll viel AP, weil wir das geskillt haben. Ihr wisst schon, das ist nicht schlecht. Oh, was ist denn das? Eine Wand? Fette Wand. Immer schön auf Kuh drücken. Vergessen. Okay, Ghule sind hier. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay. Das schreit ja. Ah, die gucken sich den Film da an. Das schreit ja förmlich nach ein paar Granaten. Oh, da jetzt mit dem Fatman drauf. Das wäre der Hammer. Mal gucken, wie weit die Dinger fliegen. Ach ja, das war gar nicht so schlecht. So. Nein. Boah, krass, das ist ein VR, Alter. Bam, bam. And the next. Ah. Ah, ich treffe gar nichts. Ja. Richtig nice gemacht. Ah, da vorne krabbelt noch einer rum. Und die Mucke läuft. Oh, eine geeignete Blutprobe. Sehr gut. Wir haben die noch gar nicht abgegeben. Wir sammeln die ganze Zeit an. Das sieht ein bisschen aus wie das andere Autokino im Ödland. Er lebt noch. Vertrockneter wilder Ghoul. Verdammte Trotter. Die taugen nur zum Abwackeln. Wer ist das? Da ist ja noch irgendwas. Okay, da labert noch jemand. Bestimmt da oben. Hallöchen. Trotter. Die nennt ja also Trotter. Das habe ich auch noch nicht gehört. Die Trotten umher. Okay. Hier ist noch so ein kleines Häusel dabei, wenn das so ist wie. Ja. Es ist echt genauso wie das andere Filmdingens gebaut. Na komm, da wir die, ich glaube, die größte Siedlung anfangs hatten. Ist ein Drecksack. Aha. So. Splittergranaten, ganz viel Kram. Eine riesige Filmrolle. Und eine Glühbirne, sehr schön. Das ist hier drüben noch das Häuschen. Ah, das ist zu, okay. Das war, oh. Ah, hier liegt sie. So, jetzt zerfisst ich dir erstmal deine kleinen Beinchen. Du Sack. Na, bröckel das gleich ab, dein Bein. Wie ungeschickt. Und jetzt gebe ich ihm mit dem Teil. Kann er noch irgendwas machen, wenn er da rumliegt? Ich glaube nicht, ne? Ja, ja, ich weiß, wie ich ein Mädchen verwöhne. Die ist echt pervers, die Trulla. Hier ist nichts. Hier läuft die Mucke. Oh, mal gucken, ob hier auch direkt eine Kronkorkenmine liegt, so wie im wie dem anderen. In dem baugleichen Ding. Geschafft. Geschafft. Na, es ist nicht ganz baugleich. Ach, sag bloß, die andere Tür wäre offen gewesen. Was hat er da? Mantens. Und eine Vortec Lunchbox mit einem Baseball. Können wir den Ding ausmachen? Was für ein Riesending. Krass. Hier bewegt sich gar nichts, hier läuft nichts. Das kann irgendwie nicht sein, dass hier ein Filmchen läuft. Naja, da drüben haben wir noch den Ding übrig. Aber wisst ihr was? Das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt, wie vorhin schon angesprochen, diese Gerberei. Was sollen wir denn da machen? Beschaffe das Werkzeug. Ah, ich erinnere mich, die... Ah, wie heißt sie? Der, das ist... Die Stadt eigentlich gehört. Ja, aber die vor der nächsten, die Leute. Die Anglerin oder sowas. Oder die... Die Kapitänöse, ich weiß nicht, wie sie sich nennt. Die hat gemeint, damit der Rumpf vorne... Ja, damit der Rumpf stabiler wird, sollen wir hier Werkzeuge mitnehmen, um das Ganze zu verbessern. Oh, shit. Wir wurden bereits entdeckt. Au. Hinter uns ist scheinbar noch irgendwo einer. Über uns, so wie es sich anhört. Fellbündel, was haben die denn hier hergestellt? Etwa Fellbündel? Du ungezogener Sack. Nein. Nein, nicht blocken. Na, der war hier oben. Jawohl. Kronkorkenvorrat und noch ein Safe, den wir von der Seite öffnen. Ach.
Come on, come on, come on, come on. Ja. Cool. Cool. Scheiße, ja. Ich nehme irgendwie gar nichts mehr mit, ne? Gar keine Rüstung mehr. Selbst wenn die einen Plus haben, nehme ich die nicht mit. Huch. Vielleicht müssen wir da auch bald wieder aufstocken. Was unsere Rüstung angeht. Habe ich das mitgenommen, diese Netzrelaisspüler? Ja. Das Spülchen. Und hier. Oh. Hier ist direkt. Mit ihm los. Kommt, ihr bekackten Zombies. Okay, jetzt hat sie Zombie gesagt. Ja, das war sehr leicht. Tatsächlich. Ach ja, das da unten. Okay, hol dir die mal. Bam! Eigentlich sollte ich gerade gegen die Ghule nicht die ganze Zeit die Munition verbrauchen, sondern eher mal unser Schlagwerkzeug nutzen. Naja, ich speichere mal hart und gehe von hinten jetzt mal rein. Wir haben ja immerhin die Möglichkeit, diese ultra krassen, meisterhaften Dinger zu öffnen. Und oftmals hat man dann da direkt das Quest-Item, beziehungsweise kann irgendwie geschickter an die Leute ran. Man hat also irgendeinen Vorteil dadurch. Und den ergattern wir uns jetzt mal. Das wär's. Boah. Ich bin auch ultra fertig. Ich habe heute Nacht zwar eigentlich ganz gut geschlafen, aber trotzdem nicht so ultra viel. Aber ich stelle auch gerade meinen Rhythmus um und deswegen ist es halt einfach so. Ich darf jetzt bloß nicht. Ah, habe ich das Ding immer noch in der Hand? Ich darf jetzt bloß nicht schwach werden und irgendwie mich hinlegen für einen Mittagspuff oder sowas. Ne, ich bin kein alter Mann. Das darf ich nicht. Shit. Oh, was ist denn los? Verwesender Leuchtender. Und ich komme auf die grandiose Idee, hier in irgendeiner Art und Weise meinen Stock auszupacken, um ihn zu pimmeln. Das kann doch gar nicht klug sein. Eins, zwei, oh, Scheißerei. Ich hack dir einfach das Bein ab und dann legst du einfach auf den Boden rum. Geht nicht ab, krass. Ich glaube, von hinten kommt auch gleich noch einer. Gib ihm aufs Bein. So. Auf sein fettes, hau ihm auf sein fettes Bein. Au. So. Also, wir nehmen jetzt das fette Bein. So, Critical drauf. Und jetzt liegst! Nicht. Komm, der nächste Schuss. Alles klar, er will aber auch echt immer zu mir. Hört mal auf. So. Jetzt hat der Vati. Oh Gott, die alte liegt sogar. Nein. Hardcore, Alter, Hardcore, schnell. Ready, way. So. Baumwollgarn. Gerbereischlüssel. Oh, nice. Damit wären wir wahrscheinlich hinten rausgekommen, jetzt direkt durch den schweren Ausgang, Zugang. Jetzt können wir noch das Königinnenfleisch futtern. Hoppala. Das war nicht geplant. Und da ist auch schon das Werkzeug. Aber natürlich gehen wir jetzt noch hoch, nur halt von hinten. Okay, schallgedämpft. Eine Kampfflinte. Warum will ich eine Schrotflinte schalldämpfen? Ist hier irgendwie. Hat er was geschrieben? Hey. Hoffentlich ist es das. Das war nicht gewollt, Kate. Das war nicht gewollt, das Anlabern. Ob ein Gespräch mit mir irgendwas wert ist? Bist du bescheuert, Kate? Bist du bescheuert? Naturellement. What the fuck? Ach so, die sind beim Kämpfen gestorben, oder was? Soll das. Das könnte auch was anderes bedeuten. Naja. Aber Leute, ich hab Schrotflint. Was mach ich denn? Daneben schießen. Das kann ich gut! War das etwa schon alles? Nee. Kette, nee. Der ist down. Sicherung. Die gönnen wir uns. Da oben kann man durch. Da ist die Kate. Kann man hier. Hier könnte man auch durch. Hier wäre dann nochmal ein weiterer Ausgang. Aber hier sind auch. Gegnats. Hallo. Scheiße. Der Ignaz guckt uns direkt an. Hier. Bye bye. Boah, direkt reingestückelt. Keine Arme, keine Beine mehr. Kein gar nichts mehr. So, da müssen wir dann demnächst mal wieder gucken, wie es mit der Ausrüstung aussieht, weil
ich jetzt schon ewig lang nicht mehr aufgestockt habe in die Richtung. Sei wachsam. Das hier ist der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ja, cool bleiben, cool bleiben. Käthe, wir haben hier alles am Start, was wir brauchen. Ah, ein vergoldetes. Jetzt habe ich die Waffe mitgenommen. Die lege ich direkt weg. Die will ich nicht dabei haben. Da, die Impro-Pistole. Die Harpunenkanone. Fast schon wieder vergessen. Die ist so sick. Hi, der krippelt dann noch rum. War es das schon? Es ist der gesamte Trakt gewesen. Geht es da oben noch weit? Nicht wirklich. Na gut. Macht mir nichts aus. Somit haben wir diese Mission auch erfüllt. Oder können Sie im Hinterkopf schon mal abhaken? Ich will jetzt aber nicht direkt zurückgehen. Sondern noch kurz. Haben wir dieses Ghoul-Problem gelöst, was die Dalton von uns wollte? Wir sollten irgendwo Ghule töten. Wir haben jetzt schon viele Ghule getötet an gewissen Orten oder an verschiedensten Orten, aber ich glaube, diese einzelne Mission haben wir noch nicht erledigen können. Lade, lade, lade. Ach Gott, die Ladezeit ist natürlich super moderat bei Fallout. Die sind super. Wow. Warte, ich jag die Ghule seit Wochen und warte auf eine Gelegenheit. Okay. Dann kommst du und mir nichts, dir nichts, ist die ganze Meute einfach tot. Ja. Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Premium-Satz Pelmenwerkzeuge. Ja, ich, wo rennst du hin? Was ist denn so toll an diesen Werkzeugen? Pelmans pumpen mehr Drehmoment raus als eine Todeskralle auf Psycho. Hm. Und bevor Pauly weglief, hat er die Werkzeuge immer geputzt. Die gibt's hier kein zweites Mal. Tja. Wenn man sich die Welt so ansieht, sind solche Werkzeuge nützlich. Ganz genau, du hast es kapiert. Warte. Hm. Warte. Die Seefahrerin schickt dich, oder? Dieser verdammte Mitch und sein Plappermaul. Was sie auch anbietet, das ist nichts. Ernsthafte Bastler würden ihre Oma dafür verkaufen. Ich zahl dir 2000 Kronkorken hier und jetzt. Abgemacht? Ha. Also die Alt will damit die Siedlung schützen. Ich bin ja eher der gute Mensch. Was kann ich denn hier noch machen? Werkzeuge in so einem Zustand? Die sind einzigartig. Vielleicht sollte ich sie irgendwo versteigern. 2750. Sag ja, bevor ich es mir anders überlege. Du kannst ja wohl die Puppe schmatzen, mein Freund. Bei dem Angebot muss ich passen. Ja, ich hätte fragen können, wofür er das braucht. Wenn du das ausschlägst, bereust du es. Ja, wir hätten vielleicht fragen sollen, wofür er das Zeug braucht, weil... Hätte er jetzt gesagt, ja gut, ich kann die Siedlung noch viel besser schützen, indem ich sie mit den Arnos verfrachte, dann... Ein Angebot für das Werkzeug steht nicht ewig. Wofür brauchst du das Werkzeug? Warum brauchst du das Werkzeug so dringend? Ich hab so meine Projekte. Mehr musst du bei den Kronkorken, die ich... Tja, kannst du gerade mal vergessen, dumm Kopf. Werkzeuge in so... Hab ich doch schon aber bei dem gemacht. Angebot. Ich bleib nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Die Dinge soll das bekommen und dann soll sie da die Basis verstärken. Immerhin wohnen da ja ganz viele. Verstehst du? Das können wir nicht machen. Wir gehen noch kurz zu dem Hospital da hinten. Und dann pirsche ich halt doch erstmal zurück nach Hause. Da rechts ist auch irgendwas in der, gar nicht mal so weiten Ferne. Oh, hallo Leute. Oh. Müsst ihr mich direkt auch erschießen, Mensch? Ich hab doch gerade mal. Ich hab euch gar nichts gemacht, du Grasdackel. Bumm. Tasche ist davon, Dummkopf. Boah! Shit, dude. Genau das passierte, wenn man mich auffasst. Okay. Ja, ist seine Schrotflinte echt stärker als unsere? It's fucking ridiculous, Nicholas. Hey, Nicholas. Bam! Vielleicht zerbrückst du ja auch, wer weiß. Oh shit, dude. Runtergefallen. Kate, mach du den letzten Down, okay? Ich heb hier oben noch Kram auf. Ja, Kate, schön, gell? Wenn man gewinnt und so, ist nice. Apropos, ich hab mit Vera letztens noch mal Fortnite gespielt. Das war echt richtig nice. Das war das zweite Mal, dass ich es gespielt habe. Er meinte, komm, lass uns mal anschauen. So als kleine Alternative für CSGO, weil es auf CSGO ja immer mal wieder, gerade in den Streams, so Tage gibt, wo man einfach nach dem ersten Spiel direkt deinstallieren möchte. Und Fortnite ist echt irgendwie gar nicht so schlecht. Es macht richtig Spaß, wenn es dann mal gut läuft. Wenn man dann mal ein paar Runden reißt und sowas, ist es geil. Also wir sind dabei, da echt im Überlegen, das so ein bisschen einzuführen, also öfter zu machen. Natürlich keinesfalls Hauptcontent-mäßig, keine Sorge, aber
Es wirkt irgendwie cool. Es macht auf jeden Fall Spaß und ich werde mich da mal ein bisschen reinfuchsen. Ich denke, wir werden da zu zweit auch einiges machen. Was mache ich denn, hoppala? Und ja, mal gucken, was man da so draus machen kann. Da hinten ist eine... Nee, es ist niemand da. Oh mein Gott. Oh ja, der stuckt. Ich lasse ihn noch kurz zu seinem Kollegen. Oh, etwas nah. Nein, fuck. Fuck! Boah, ach Gott, mit dem letzten Schuss. Ich brauche Zeit, dass er getroffen ist jetzt. So. Ich komme jetzt zu dir. Haha. Ich unaufhaltsam tot. Das passiert halt, wenn man sich mit mir anlegt, mein Freund. Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? Wo der stand? Ah, hier. Also, was ist das? Die Therme in Aldersee. Aldersee. Gut. Warum haben die diesen Fleischsäcken-Munition? Weil ich mir das vorstelle, so ein Fleischsack mit Knochen, Augen, Fleisch, eben alles Mögliche. Und da sind dann so ein paar Kugeln drin versteckt. Das ist doch irgendwie bescheuert. Das macht auch gar keinen Sinn gerade mal. So vom Sinn her macht es eigentlich keiner. Ist auch gemerkt. Ich denke, wir haben ja vor, dass wir generell auf der gesamten Karte irgendwann alle Plätze durch haben. Fällt einfach rum. Dass wir alle Dinge, die wir entdeckt haben, eben auch durchlaufen und alles looten. Ich glaube, das können wir hier dann beginnen, diese Durchlaufung, weil wir hier schlicht und ergreifend viel, viel weniger Möglichkeiten haben als im anderen. Das hier sollte also schneller zu machen sein. Was ist das hier jetzt? Sägewerk oder sowas? Das ist aus wie ein... Ich sag jetzt schon mal das... Ach, wo? Nationalpark, Hauptquartier. Das ist ja schon... Oh, fuck, dude. Oh, fuck, dude. Oh, pau! Alter! Schau mal, der Aimbot mit dem Offset nach links. Läuft bei mir. Schweinehunde. Ja, er ist auch noch ein Critical Schweinehund. Hier. Vielleicht geht das Auto noch hoch. Oh! Oh! Hallo! Oh! Meine Herren! Okay. Ihr bekommt jetzt den Zorn Gottes zu spüren. Oh, fast keine Muni mehr. Vielleicht sollte man das für dickere aufheben. Au, er schießt ja mit dem Lasergewehr auf uns. Was soll das? I can't believe you done this. Ich lege euch jetzt hier eine Mine hin, oder kommen die von rechts auch rein? Das wäre natürlich sehr frech. Nicht übertreiben jetzt direkt hier. Endlich bleiben stehen! Hey! Fuck! Ja. Oh, hinter uns brennt irgendwas. Ach du Scheiße. Oh fuck! Oh, Hündchen, das wird für dich jetzt gleich ein Riesenspaß. Baba! Ja! Oh, der hat mich jetzt echt erschreckt, ne? Ich dachte, der kommt jetzt dann schon, dass er irgendwie reinkommt. Ich habe schon damit gerechnet, aber nicht, dass er direkt neben mir steht auf einmal. Bla, bla, bla. Genau das meinst du, dass du... Oh! Teamlos! Au, 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 der zieht ordentlich rein. Au! Da oben ist er da drin! Warum habe ich jetzt diesen dicken Flammenwerfer eigentlich eingepackt? Damit haben wir noch gar nichts gemacht mit Flammenwerfern. Aber wisst ihr was? Hoppala, das war überhaupt nicht geplant, da abzuspacken. Habe ich den. Oh Gott, was habe ich gemacht? Da ist er. Oh! Doi, Bitch! Doi! Rennen sie jetzt vor sich hin? Ja, aber nicht wirklich, ne? Also, es bringt eben ja nicht viel Schaden. Wir haben halt. Alter, wo?
Also ich sehe, dass er mich direkt frontal anschießt, das sehe ich natürlich. Also das ist ein normaler Supermutant, es dauert Jahrzehnte mit dem Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine sinnvolle Waffe ist. Oh oh. Es kommt mir nicht so vor, als wenn das Ding irgendwie so ultra nice wäre. Komm her. Aber vielleicht ist es auch nur gegen die jetzt halt nicht so prickelnd. Okay, lass mich mal ganz kurz. Oh Gott! Also der eine mit seiner Ultrawumme da, er sackt echt rein. So. Wechsel einfach die Waffe. Oh mein Gott, ich wollte, dass er die Waffe wechselt und nicht, dass er sich da 80 Jahre... Was machst du? Doppelwechsel, bist du behindert? Wir sind gleich tot. Ey, was ein Spacken. So, sorry, aber ich muss halt nochmal die Ultrawaffe benutzen, damit wenigstens der Dreckarsch da weg ist. Ich wollte einfach nur die Waffe wechseln und er fängt an, die doppelt nachzuladen. Das ist fucking retarded. So, Dummkopf. So eine Minigun ist natürlich schon nice. Da würde ich sogar eher den Flammenwerfer weglegen und die Minigun am Start haben, um einem so richtig zu geben und den voll zu pumpen. Wisst ihr was, die nehme ich jetzt mit. Ich leg den Dingenskirchens weg. Das Rad im Gewehrlinger weg, das war nämlich nicht so stark wie unser anderes. Und den Flammenwerfer lege ich auch weg. Oh Gott, wir sind immer noch so schwer. Holy fuck. Aber wir müssen ja auch was futtern noch. Kate, willst du nicht vielleicht auch was nehmen? Ach, lass mal ganz kurz die Minigun in die Hand nehmen. Einfach mal, wie sie sich so anfühlt. Die schießt mit 5... Wir haben 2297 5mm Munition. Gibt es irgendwas anderes? Irgendeine andere Wumme? Gibt es eine 5mm Pistole oder sowas? Das ist schon krass, oder? Die würde ich wirklich gerne behalten. 68. Das, ja gut, Kate, wir kommen nicht drum rum, du musst jetzt was nehmen. Oder haben wir irgendeinen Scheiß dabei? Die Harpunenpistole haben wir halt auch noch dabei, die dann direkt nochmal 16,3 Kilograms wiegt. Das wäre bereits ausreichend. Und den Kryolator haben wir auch dabei. Die beiden Sachen müssen wir weg... Also den Kryolator zumindest, was wiegt der? Der wiegt 13, okay. Ah ja, und wir haben noch die Sachen dabei, stimmt. Was haben wir hier? 11 reduziert den Schaden durch von Tieren. Plus 1 Wirklichkeit und Wahrnehmung. Ich glaube, da geht nichts drüber, oder? 52 ist das Ding wert und das hier. 125, aber trotzdem, das kannst du, obwohl gegen die Viecher ist bestimmt nicht schlecht. Um wie viel Prozent reduziert das den Schaden? Gerade wenn wir hier unterwegs sind, um 15%. Aber Wahrnehmung und also plus 1, da haben wir einen Punkt drauf. Auf den. Ja, auf den. Ihr wisst schon, auf den Skills. Nee, das kann neben dem Besten sein, wie das. Haben wir eigentlich schon. Ah, wir sind da eben aufgelevelt. Was haben wir letztes Mal gelevelt? Oh Gott, Leute, die Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ah, ciao, ciao.